Das heißt Monopoly. Es heißt Monopoly. Nein, es heißt Monopoly. Es heißt Monopoly. Es heißt Monopoly. Es heißt Monopoly. Man schreibt ja Monopoly. Trotzdem sagen wir Monopoly. Zwatschke. Ja, hallo, wir sind Lara und René Rindlisbacher. Ich bin René und sie ist Laura. Das sieht man, wir sind das Rindlisbacher. Ja. Wir sind hier beim Harmonie-Quiz heute. Und das ist ein gutes Stichwort. Würdest du bitte raus? Das ist Harmonie. Dem sagt man Harmonie. Da gehe ich raus. Ja, wow, was würde ich denn gerne essen? Ich glaube, ich bin ein riesen Asia-Fan. Darum ist ich asiatisch. Und ich glaube, der Papi würde alles essen, aber der Papi ist ein Pasta-Mensch. Die Laura ist, ja, die Laura ist ganz klar. Die Laura ist klar das. Und ich bin klar, ich weiß, wie sie studiert. Sie studiert so. Hey, Spaghetti. Du, ja, okay. Ja, es ist. Nein. Es ist so doof. Es ist eben auch doof. Ich wusste, wir sind dermassen harmonisch. Ich wusste, dass du da denkst, dass ich nicht so denke. Mhm. Ja, als Vater weiss man das. Stefanie, der Blick. Beatrice, also ich glaube, das ist relativ klar. Die Lara ist, obwohl sie ein grosser Fan ist, schon lange immer war. Aber Stefanie ist näher bei jetzt mit der Zeit und ich nehme den Loco. Obwohl auch ich mit ihm näher war. Wir haben ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Und das ist jetzt gerade ein bisschen aktuell. Sorry, Beatrice. Geniale Künstler. Ich glaube, der Papi kennt alle gar nicht. Ja, doch, den Blick kennt er sicher. Es wäre jetzt zu naheliegend. Doch, ich sage, er hat den Blick gewählt. Und ich wähle ganz klar Stefanie Heinzmann. Ja, Papi. Ja. Weißt du, wer er ist? Bist du so leise? So ein Lisi. In Umlaken. Er hat doch ein wunderschönes Ding gemacht. Ich habe den Loco. Du hast den Loco gewählt? Ja. Weil ich habe ihn früher nicht so mögen von der Stil und irgendwann. Und ich habe gedacht, dass ich den Blick wähle. Zwei den Blick nimmt. Oder auch doch nicht. Du hast genau gewusst. Stefanie. Er ist einfach zu gut für das Spiel. Ja, nein, aber es ist eben gemein, wir haben viel zu viel überlegt. Wir haben viel zu viel überlegt. Ja. Wir sind eine absolute Spielerfamilie. Wir zocken, was das Zeug hält. Ich bin die einzige Familie, die nicht jassen kann. Darum hoffe ich, der Papi checkt das, dass ich ihn dort wähle. Und ich bin. Papi hat ein Schach beigebracht. Ich nehme das Monopoly. Sie hat von mir Schachspieler gelernt. Das sie weiß, dass das etwas von mir ist und sie, das ist auch Blödsinn. Das ist komm, ich nehme sie an. Es tut mir leid, ich muss sie auch nehmen. Was? So ein Bier. Jassen kannst du nicht. Eben darum habe ich dich dort gewählt. Was hast du mich dort gewählt? Papi. Du musst doch nicht mich dort gewählt. Mal, weil du, das ist, du bist der Jassgott. Das ist etwas, was ja, du gerade wirst. Ja, ja, das habe ich nicht genommen. Wie schau jetzt? Nein, nein. Oh, Vater. Wann haben wir Monopoly gespielt? Mega viel. Ich habe 7 Monopoly daheim. Das heisst Monopoly. Es heisst Monopoly. Nein, es heisst Monopoly. Es heisst Monopoly. Es heisst Monopoly. Es heisst Monopoly. Man schreibt ja Monopoly. Trotzdem sagen wir Monopoly. Zwatschke. Hart. Richtig hart. Alles grossartige Komiker. Ich finde einfach Helga Schneider. Boom. Grossartig. Wir kennen sie einfach gut. Ich glaube, das ist alle. Es ist. Komm, ich sage Papi. Der Peach war immer sein grosses Vorbild. Oh. Ja, Laura. Das ist ziemlich sicher jetzt Hazel. Ja, das ist gemein. Das ist eine ganz gemeine. Das ist wirklich gemein. Das ist so fies. Sie schauen das alle. Ich weiß, dass sie es alle schauen. Und Regula ist so ein Schatz, der Pitch, ein Schatz und die zwei. Und ich weiss, dass sie die zwei nicht genommen hat bei mir. Darum nehme ich es. Weil die haben das verdient. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Ja, habe ich gedacht. Habe ich gedacht. Ist gut, dann haben wir alle abgedeckt. Voilà. Sind alle geil. Ja, sind wir die Besten, dann sind wir nicht die Besten. Ja, wir haben es ja gesehen. Ja, von den Punkten sind wir zwar schlecht, ja. Aber wir wissen, wieso wir schlecht waren. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ich hätte es viel lieber mit ihrem Bruder gemacht, der Nico. Der ist super. Mit dem, da ist aber so. Ja, ist gut jetzt. Auf der Bühne. Auf der Bühne, je harmonischer, desto
schlechter eigentlich. Ja, also das ist gut. Es ist gut, wenn man nicht so harmonisch ist. Wenn man nicht so harmonisch ist. Es gibt mehrere Breien. Ja, und darum haben wir wahrscheinlich genau richtig abgeschnitten. Schnucki, du bist so eine Schnucki.